Und damit herzlich willkommen zurück hier auf der Baustelle auf der Isle of Zypta. Weiter geht's mit unserem Projekt des Sultanspalastes hier. So, und ich habe mich tatsächlich ein bisschen dazu entschieden, nochmal ein klein wenig umzubauen. Damit hier drin unser Poolbereich ein bisschen größer wird, ne? Und das Ganze ein bisschen besser passt. Bedeutet im Prinzip, wir müssen nochmal zwei Erweiterungen setzen. Damit das Ganze passt. So, einmal hier und einmal hier. Und dann das Ganze hier auch nochmal quasi erweitern um zwei Reihen. So, hoffen wir mal, dass es gleich reibungslos funktioniert, ohne dass wir hier allzu viel große, ne, Drehungen der Bauteile nochmal machen müssen. Das wäre ganz nice, wenn das gleich klappen würde. So, dann mal gucken. Das passt schon mal, sehr gut. Ja, hier müssen wir nochmal drehen. Hier hat man das Fundament extra anders gesetzt, damit es mit der Seite besser geklappt hatte, ne? Aber da war ich, dass wir jetzt nochmal umjustieren müssen. Hier genauso. Ist immer krass, wie derbe man das berücksichtigen muss, wo die Außenseite des Bauteils hinsnappt, ne? Schon. Hier werden wir wahrscheinlich noch mal korrigieren müssen. Das wird bestimmt noch nicht ganz passen. Oh, das klappt zumindest schon mal. Aber hier werden wir bestimmt noch mal tauschen müssen, oder? Nee, passt schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das passt schon mal. So, hier müssen wir uns natürlich noch mal gucken. Das muss jetzt alles noch mal ein bisschen anders positioniert werden. Das klappt schon mal. Das klappt noch nicht ganz. Ne, hier müssen wir noch mal drehen. Hier müssen wir noch mal drehen. So, so muss es nämlich. Ja. Mit voll schöne Innenverzierung wieder gleichmäßig kriegen. Hier müssen wir auch noch mal umdisponieren. So, da wird es wieder vernünftig snappt. Und hier müssen wir auch noch mal umdisponieren. Wir haben so einige Umbauarbeiten, kommen wir gar nicht drum herum. Ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hier drinnen wird es ein bisschen einfacher, das ist das Gute. So, dann haben wir nämlich einen etwas größeren Poolbereich im Innenraum. Ne? Das denke ich ein bisschen optisch auch ein bisschen angebrachter. So, das hatte schon gepasst, sehr gut. Hier müssen wir es noch einmal tauschen und dann haben wir es. So, einwandfrei. Einwandfrei. So, dann können wir von hier aus nämlich schön den Poolbereich einsetzen. So, dann gucken wir mal. Das war Stygien Baukit, ne? Genau, Stygien Baukit war das. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt so hinkriegen, dass unten jetzt auch die Badefläche quasi drin ist. Naja. Sieht jetzt nicht so mega perfekt aus, muss ich gestehen. Aber sollte gehen. Sollte gehen. So, dann haben wir das schon mal. Müssen wir bloß gucken, wie wir das jetzt hier machen. Hier müssen wir ja irgendwie nochmal anders irgendwie, ne? Das wird, glaube ich, so gar nicht funktionieren, wie ich mir das gerade denke.
Denn wir haben keine Eckteile dafür, ne? Wir können nur ein komplettes Viereck oder ein Rechteck bauen. Das wird so, wie ich mir das gerade denke, leider gar nicht gehen. Können wir also theoretisch bloß länglich bauen. Und leider auch nur eine Zweierbreite oder so. Weil wir halt keine Innenbereiche haben. Können wir es also rein theoretisch doch wieder ein bisschen schmaler bauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da fehlt noch ein Bauteil irgendwie. Bin mal gespannt. Wie gesagt, die meisten Baukits werden immer mal nochmal aktualisiert und nochmal weitergebaut. Da habe ich dann, wie gesagt, immer mal so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch was kommt. Tja, die große Frage ist natürlich jetzt, den Innenbereich ein bisschen größer hier vorne machen oder lieber hier hinten wieder eine Reihe wegnehmen. Das ist jetzt die große Frage, weil vorne müssen wir definitiv mit Treppen arbeiten. Ich würde sagen, dann bauen wir lieber hinten nochmal was weg, ne? Dann nehmen wir, glaube ich, lieber hinten nochmal was weg. Ja. Machen wir einen schmalen Pool, sollte auch gehen. Ja. Hier nochmal eckige Teile reinsetzen. So, einwandfrei. Geht auch. Geht so auch. Müssen wir jetzt bloß gucken, dass wir hier nochmal umändern. Ne? Hier müssen wir jetzt nochmal ein klein bisschen verändern. Brauchen wir jetzt wieder das hier. Nee, das war's nicht. So rum. Hier müssen wir jetzt auch nochmal umändern. Nee, da werden wir, glaube ich, nochmal das Bodenfundament nochmal drehen müssen. Gucken, ob wir da schon richtig liegen. Ja. So, hier brauchen wir jetzt bloß nochmal den Rand schließen. Naja, geht doch trotzdem, ne? Sieht doch trotzdem noch gut aus. So, hier müssen wir uns natürlich mal überlegen. Hier könnten wir rein theoretisch ja eh zumachen, ne? Hier kommt ja nichts mehr groß oder weiter. Das ist jetzt die große Frage. Könnten wir rein theoretisch sagen, wir bauen bis hierhin und machen das zu, ne? Dann brauchen wir auch die Eckteile hier nämlich nicht mehr. Können wir hier einfach gerade bauen. Macht, glaube ich, sogar mehr Sinn. Die brauchen wir dann nämlich auch nicht hier. Die brauchen wir dann nicht mehr, die Teile. Sparen wir uns ein paar Innenteile. Naja, hier müssen wir natürlich auch nochmal justieren. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jawohl, das passt schon mal. Das sieht doch schon mal schick aus. So, und den Rest brauchen wir jetzt bloß einfach nur noch zubauen. Können wir jetzt hier den Rest einfach nur noch dezent... ...schließen und gut ist. So, hier vorne auch noch dicht machen und dann haben wir es. Hier ist es jetzt, denke ich, auch einigermaßen wurscht, wie rum wir das Ganze bauen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen kleinen Pool drin. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass wir keine Schwimmanimation da drin machen können, dass es nur optisch ist, aber ja, denke mal, sieht trotzdem ganz gut aus.
So, und dann kommen wir zum nächsten Schritt wieder, ne? Müssen wir mal wieder gucken. Jetzt brauchen wir wieder die... Dingsbums. Die Türen. Aber ich glaube, wir mussten hinten erstmal noch eine Reihe wegnehmen, ne? Wir haben hinten, glaube ich, eins zu viel. Oder? Ja, wir haben hinten eine Reihe zu viel eigentlich, ne? Ich meine, wir könnten es theoretisch auch so lassen. Ich muss nur mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, es wird trotzdem eine ungerade Zahl, ne? Passen würde es theoretisch trotzdem. So, das heißt, in die 4 müssten wir es reinbauen. 3, 4. Hier müsste die Tür rein. Damit wir hier rüber zu dem Turm noch bauen können. Ne? So, das gleiche auf der Seite auch nochmal. Auch nochmal eine Tür rein. Hm? Dann brauchen wir unsere Fenster wieder. Ist jetzt natürlich so ein bisschen die Überlegung. Hm? Zwischendurch könnte man rein theoretisch noch einmal freilassen. Bauen wir mal hier die Fenster rein. Ich habe das immer ganz gerne, wenn man die Ecken immer geschlossen lässt, damit man da genügend hinstellen kann. So, dann kann man nämlich hier noch ein Fenster reinknallen. Naja, ich glaube, hier lohnt es sich nicht, ne? Hier werden wir mal zulassen. So, und den Rest können wir dann zumachen. So, das sind wieder halbhohe Wände, ne? Oder abgesenkte Wände, so rum. Wir brauchen dann... Die hier müssten das sein. Ja, die hier müssten das sein. Die untere Etage wird dann quasi komplett erstmal nur weiß. Hier hinten müssen wir auch gleich nochmal gucken, wie wir da mit Türen und Wänden agieren. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal dicht. Ist halt mega schade, dass man so eine geilen Sachen hier, so eine Bausets alle nur als Mods bekommt, ne? Ich würde mir halt mega wünschen, dass das Funcom noch mehr DLC-Sets mit verschiedenen neuen Baustilen gemacht hätte. Die hätten es meiner Meinung nach auch ganz clever machen können. Ähnlich wie es das Entwicklerstudio von City Skylines gemacht hat. Und Content-Creator-DLC-Packs machen. Ne? Wo man jetzt einfach im Prinzip jetzt hier diesen Mod beispielsweise genommen hätte. Hätte den für Preis X auf Steam angeboten. Und die Ersteller dieser Mod hätten dann quasi einen Anteil der Einnahmen davon bekommen. Wäre eine Win-Win-Situation für beide Seiten gewesen. Ne? Funcom hätte im Prinzip sein Angebot an Content weiter hier erweitern können. Hätte nicht viel Arbeit gehabt, weil es halt von den Content-Creatern gemacht worden wäre. Und die Content-Creator hätten ein bisschen was an Vergütung für ihre Arbeitsleistung gekriegt. Wäre eigentlich eine perfekte Lösung für beide Seiten, meiner Meinung nach. So, dann machen wir hier einfach noch mal ein paar Fenster rein. Oh. Ich bin da verzählt gerade? Aber ich bin ein bisschen verzählt, wie mir scheint, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich meine, wir könnten auch sagen, wir machen einfach eine Doppeltür rein. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Müssen wir leider Gottes zwar auch wieder so ein Ding hier nehmen. Aber da wir ja sowieso eine Etage höher bauen müssen, macht das jetzt, glaube ich, nicht so einen mega Unterschied. Müssen wir bloß hier nochmal ein bisschen die Mauern austauschen. Ja, damit es wieder passt. So. Sehr gut. So, und dann können wir mal gucken. Dann haben wir nämlich gleich die erste Etage schon mal.
Sowas muss ich auch ganz ehrlich gestehen, finde ich mit am coolsten irgendwie, ne? Ganz simple, einfache, weiße Wände. Ohne jetzt irgendwie großartig Verzierungen. Sowas sieht halt auch ziemlich geil aus. Manchmal sind es so ein bisschen die einfachen Sachen. Weil gerade wenn man jetzt irgendwelche großen weißen Gebäude bauen will und hat zu viel Verzierungen drin, das sieht dann irgendwann ugly aus, finde ich. Wenn das dann zu viel wird. So, jetzt müssen wir bloß mal überlegen, wie wir das am besten mit den Treppen machen. So, da haben wir nämlich hier nochmal die Stufen. Theoretisch könnte man sogar hier nochmal eine Treppe reinsetzen, ne? Wird man ein bisschen sinnvoller in die, ne? In die Schwimmbereiche reinkommt. Sollen wir bloß mal gucken, wie genau wir das setzen müssen? Ja, geht, ne? Dann sieht das klein bisschen realistischer aus. Wir hier nicht ohne weiteres hier so reinstapfen. Könnten wir jetzt natürlich überlegen, ob wir von der anderen Seite das Ganze auch nochmal machen, damit wir es einheitlich haben. Ja, ne, dann haben wir es einheitlich. Kann man sich zur Not auf die Treppe auch so ein bisschen draufsetzen. So, der nächste Punkt ist jetzt die nächste Etage. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten umsetzen. Machen wir ruhig mal eine Doppeltreppe. Dann muss man gucken, ob wir sie irgendwie noch richtig platziert kriegen. Ah, jetzt. Na gut. So, dass wir bis in die zweite Etage hochkommen. Ist mal ein bisschen kompliziert, die richtigen Snap-Punkte hier zu finden. So, jetzt könnte man theoretisch überlegen, entweder wir machen das direkt so, wir müssen dann bloß mal gucken, ob das mit dem Tor passt, ne? Ob das Tor weit genug aufgeht. Aber ich denke mal, es sollte passen. So, und jetzt bräuchten wir theoretisch abgeschrägte Wände, ne? Müssen die hier sein. Müssen wir jetzt mal gucken. Sollte in dem Fall, denke ich, egal sein, weil beide Seiten gleich aussehen. Ja, das ist das Gute. Beide Seiten sehen gleich aus, dadurch fällt es auch nicht so auf. Theoretisch gesehen könnten wir jetzt hier ganz clever sein und sagen, wir bauen hier noch was rein. Ne? Beispielsweise jetzt hier so einen kleinen Lagerbereich. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal verkehrt. Mich bloß gerade ein bisschen stutzig macht. Das sind die gleichen? Nee, ne? Wir haben die falschen genommen, sehe ich gerade. Wir hatten bloß halb hohe, wie das aussieht. Auch natürlich richtig hohe, ne? So, so wird nämlich ein Schuh draus. Und hier drinnen könnte man jetzt rein theoretisch sagen, wir nehmen mal so eine Tür, ne? Die anscheinend nicht geht, weil sie nur halb hoch ist. Ah. Hm, das ist ein bisschen ärgerlich. Hm, können wir leider doch bloß die hier nehmen. So schön diese halbhohen Geschichten auch sind, aber funktionieren nicht so hundertprozentig immer. Hm? So, dann bauen wir hier nämlich dezent noch zu. Kann man hier nämlich schon nach außen lang gehen. Das passt auch noch ganz gut. So, die hier braucht man genau. Und dann haben wir hier zur Not nochmal eine Lagerfläche oder irgendwie, was man da noch für verwenden kann. Ne? Man könnte jetzt hier auch irgendwie Getränkestände reinmachen oder so, dass man hier noch ein bisschen was lagern kann für Getränke, wie gesagt. Oder wir sind ganz clever und sagen, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Open Frame.
Aber es auch nur halb hoch, wie es aussieht, ne? Hm. Ist leider Gottes auch nur halb hoch. Das ist so ein bisschen der kleine Nachteil. Es fehlen so ein paar Einzelteile nochmal. Hier könnte man noch was dran setzen. Hm. So ein paar Teile fehlen, finde ich irgendwie. Das einzige Coole ist natürlich, hier können wir auch Sachen an die Seiten setzen, wie wir gerade sehen, ne? Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich cool. Na gut, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, weiteres dann in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier nach und nach jetzt hier noch unten ein bisschen was rumwerkeln. Die Wand will ich halt ganz gerne wie eine Art kleinen... eine kleine Bar machen, ne, mit einer kleinen Öffnung, wo wir dann beispielsweise noch ein paar Tresen und sowas reinstellen können für Getränkeausschank. Und dann geht's ab in die nächste Etage. Und dann, wie gesagt, die kleinen Außentürmchen noch mit, müssen wir mal gucken, ob wir eine Wendeltreppe oder sowas hinkriegen. Das werden wir uns in der nächsten Folge mal angucken. Die Folge gerne wieder fleißig Schirmchen da lassen und kommentieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf der Isle of Scepter. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.